Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Interessenten der Katholischen Akademie Bayern. Heute ist es und wird es der 22. Abend, bei dem ein Autor, eine Autorin zu Gast ist, und zwar bei Albert von Schirnding. Frau Erbenberg, es ist uns eine ganz besondere Freude, dass Sie unter uns weilen. Herzlich willkommen. Dankeschön, dass Sie da sind. Nicht nur die Literaturkritik oder das berühmte Feuilleton, sondern die ganz normalen Leserinnen und Leser, also die Amateure, die Liebhaber von Literatur, und ich vermute, die meisten von Ihnen kann ich in diese Kategorie der Liebhaberinnen und Liebhaber einordnen. Die haben mir immer wieder gesagt, gegangen oder aller Tage Abend seien Bücher, die sie begeistert, aufgewühlt, unvergesslich eingeprägt hätten. Und ich kann dem nur zustimmen. Höchste Zeit, dass ich Herrn Schirnding, dass ich Ihnen das Podium überlasse, uns allen einen intensiven Abend, der uns im Gedächtnis bleibt, im Kopf und im Herzen. Herr von Schirnding, ich darf Sie bitten. Liebe Hochverehrte Jenny Erbenbeck, verehrter lieber Herr Direktor Schuller, meine Damen und Herren, in dieser Akademie-Reihe gibt es natürlich nie einen unerwünschten Gast. Aber es gibt erwünschte, sehr erwünschte, hoch erwünschte und höchst erwünschte Gäste. Jenny Erbenbeck gehört für mich in diese nur selten beanspruchte oberste Kategorie. Ich habe sie vor 3 Jahren, als sie in Koblenz mit dem Breitbach-Preis ausgezeichnet wurde, kennenlernen dürfen. Die Begegnung bescherte mir ein unvorhergesehenes, nur geschenkweise erhältliches Glück. Aber ich muss nüchtern bleiben. So beginne ich einfach mit den Titeln der 3 Romane dieser großen Schriftstellerin. Heimsuchung, aller Tage Abend, gehen, ging, gegangen. Die 2007 erschienene Geschichte eines an einem märkischen See unweit von Berlin gelegenen Sommerhauses und seiner Bewohner durch mehrere Generationen, die das ganze 20. Jahrhundert umfasst, heißt Heimsuchung. Tatsächlich wird von den furchtbaren Erschütterungen erzählt, die dieses Zeitalter heimgesucht haben. Eines, das noch der Rückschau einer fernen Zukunft einen tiefschwarzen Anblick bieten wird, auch wenn es, wie die Autorin ganz am Anfang zu verstehen gibt, dieses Zeitalter, also das 20. Jahrhundert, sub specie geologischer Entwicklungsvorgänge nur einen Augenblick dauert. Erst wenn man in der Lektüre ein gutes Stück fortgeschritten ist, begreift man, dass mit dem Titel noch ein anderes, weniger an der Oberfläche liegendes Phänomen gemeint ist. Heimsuchung, die dem Menschen unaustilgbar eingepflanzte Sehnsucht nach einem Punkt im Universum, wo er sich niederlassen, wo er zu Hause sein und sich zu Hause fühlen kann. Dieser Sehnsucht wirkt in der physischen und geschichtlichen Welt eine Kraft entgegen, der sie immer wieder unterliegen muss. Die Kraft der Vertreibung. Wir alle sind Vertriebene, ewige Hänsels und Gretels aus unseren Elternhäusern, Ausgestoßene aus unseren Freundschafts- und Liebesbindungen, unseren Arbeitsbedingungen und Lebensgewohnheiten. Krankheit, Alter und Tod sorgen schließlich dafür, dass wir auch aus unseren Körpern vertrieben werden.
Zeitvergehen und Raumveränderung wirken zusammen, dass wir nicht bleiben können, niemals und nirgends. Heimkehr existiert nur als flüchtig vorübergehende. Schon Odysseus muss Ithaka ein zweites Mal verlassen. Fremd sind wir eingezogen, fremd ziehen wir wieder aus. Der geborene Erzähler, die geborene Erzählerin dürfen erst recht nicht Wurzeln schlagen. Sie müssen wie die altgewordene Heldin in Jenny Erpenbecks Roman Aller Tage Abend von 2012 einen Ort jenseits ihrer Lebenszeit erreicht haben, von dem aus sie sich in der Zeit frei bewegen können. Die alte Frau Hoffmann schließt beim Frühstück im Altersheim die Augen und zählt die Sekunden, weil sie weiß, dass seit 8 Uhr mit den Erschießungen begonnen wird. Pro Minute werden 10 Häftlinge erschossen. Für sie, die in ihre letzte Station eingekehrt, heimgekehrt ist, sehr vorübergehend, da sie demnächst 90 wird, der Abend aller Tage steht unmittelbar bevor, ist jedes Es war einmal ihres Lebens zum jederzeit sich wiederholen könnenden Jetzt geworden. Am Anfang des verfluchten Jahrhunderts ist sie in einem galizischen Städtchen zur Welt gekommen. 4-mal muss sie sterben, als Baby in ihrem Geburtshaus, als junge Frau im aller Walzer Seligkeit abgestorbenen Wien der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, in Sibirien als Opfer der stalinistischen sogenannten Säuberungen, in Ostberlin, als es noch Ostberlin ist und sie als hochangesehene DDR-Schriftstellerin ihr Staatsbegräbnis erster Klasse bekommt. Die Todesarten, Säuglingstod, Suizid aus enttäuschter Liebe, Teil eines Massensterbens im Straflager, ein Treppensturz, sind alle bemerkenswert banal, wie fast jeder Tod in unserer Zeit entsetzlich banal ist. Zur Banalität des Todes gehört seine Zufälligkeit. Er könnte ebenso gut nicht sein. Schon eine Handvoll Schnee hätte genügt, hat genügt, das 8 Monate alte Baby ins Leben zurückzuholen. Der Wille zum Selbstmord kann im letzten Augenblick erlahmen. Der Name einer zum Tod Verurteilten gerät aus Versehen auf eine andere Liste. Der Sturz von der Treppe verläuft gnädig oder man ist gar nicht ausgerutscht. Das Stirb und Werde im 20. Jahrhundert ist das heruntergekommene, verhunzte, goethische des frühen 19., dessen fernes Echo indirekt anklingt. Und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Und das noch fernere lebt wohl des Thoas am Schluss der Iphigenie, wird in Jenny Erpenbecks Roman unmittelbar hörbar. In all dem jüdischen Hausrat, den die Großmutter der Hauptfigur bei ihrer Flucht aus Galizien nach Wien mitschleppt und dann bei ihrer Deportation aus Wien in ein Nazi-Vernichtungslager nicht mehr mitschleppen kann, befindet sich eine 20-bändige, in Leder gebundene Goethe-Ausgabe, die der Enkel der Hauptfigur dann zufällig in einem Wiener Antiquariat entdeckt. In den dunkelsten Punkt unserer Gegenwart trifft der Titel des jüngsten, im vergangenen Herbst veröffentlichten Romans Gehen, Ging, Gegangen. Er verknüpft den Deutschunterricht, der den von keiner Willkommenskultur begrüßten, nur geduldeten und bald nicht mehr geduldeten, illegalen,
afrikanischen Migranten zugestanden wird. Die Konjugation der unregelmäßigen deutschen Verben will gelernt sein. Er verknüpft diesen Deutschunterricht mit der jederzeit drohenden, schließlich rigoros durchgesetzten Abschiebung. Ein Wort, das im Wortschatz des barbarischen Königs der Taurier gar nicht vorstellbar ist. Gehen, ging, gegangen könnte die Inschrift einer Medaille bilden, deren beide Seiten zugleich das Versprechen und die Verweigerung der Integration verbürgen. Ausgestellt vom Berliner Senat und jedem Flüchtling um den Hals gehängt zum Abschied, zum Abschieb. Den zentralen Inhalt des Romans, die Geschichte der Flüchtlingsgruppe auf dem Berliner Oranienplatz, Geschichte im zweifachen Sinn als Darstellung einer nach Ausdruck schreienden Situation und als Aufhellung der Vergangenheit, aus der sie entstand, konnte man diesen Inhalt des Romans konnte man schon ein Jahr vor dem Erscheinen des Buches in Kurzform kennenlernen. Am 6. September 2014 veröffentlichte Jenny Erpenbeck in der FAZ einen scharfen Appell an den Berliner Innensenator Frank Henkel, dem sie vorwarf, bei den Verhandlungen mit den auf dem Oranienplatz kampierenden 550 Flüchtlingen aus Libyen dem Einigungspapier durch das Fehlen seiner Unterschrift die juristische Gültigkeit vorenthalten zu haben. Die Flüchtlinge waren also um die ihnen zugesagte Duldung betrogen worden. Ein sehr konkreter politischer Vorgang, der jeden sogenannten mündigen Bürger zur Empörung, zur Einmischung, zum Engagement auffordert. Wie wird daraus Literatur? Gewiss nicht dadurch, dass der Autor, die Autorin durch literarische Mittel der persönlichen Stellungnahme noch mehr Nachdruck zu verleihen sucht und eine Entscheidung im Sinn der eigenen moralischen Überzeugung herbeiführen will. Und andererseits schon gar nicht mit Hilfe des entgegengesetzten Verfahrens eine bestimmte erschütternde Erfahrung dient als Anlass, ein brandaktuelles Thema gewissermaßen an Land, ans Land der eigenen Schriftstellerei zu ziehen und damit, wie es in einer Rezension des Buches doch tatsächlich hieß, aufs saisonale Debattenkarussell aufzuspringen. Und zwar so rasch als möglich, damit in dem von Rivalität stigmatisierten literarischen Leben dem eigenen Unternehmen kein anderer zuvorkommt. Dieser Vorwurf ging schon deshalb ins Leere, weil der Vorgang, der dem Buch zugrunde liegt, in eine Zeit fällt, in der das Flüchtlingsproblem noch keineswegs die Ausmaße seiner seit dem letzten Herbst uns nur zu vertrauten Aktualität erreicht hatte. Und wer Jenny Erpenbecks Bücher kennt, nicht nur die drei erwähnten Romane, sondern auch ihre anderen Bücher, die Geschichte vom alten Kind, ihren Erstling von 1999, die Erzählungen Tant, den aus Zeitungskolumnen hervorgegangenen Nachruf auf Dinge, die verschwinden und die sich hinter dem harmlos klingenden Titel Wörterbuch verbergende grauenhafte Geschichte eines Mädchens, das zu einer Wahrheit erwacht, die es zwingt, die Augen immer fester zu verschließen. Wer, sage ich, dieser höchst bewundernswerten Schriftstellerin mit der Aufmerksamkeit, die sie verdient, zugehört hat, der weiß, in welchem grotesken Widerspruch zur Genauigkeit ihres Hinschauens, die Behauptung jenes Rezensenten steht, hier habe es jemand besonders eilig gehabt, einen verkaufsträchtigen Stoff aufzugreifen. Wie von ungefähr wird der gerade emeritierte Altphilologe Richard in die Oranienplatz-Affäre hineingezogen, besucht in dem Heim, in dem sie vorläufig untergebracht sind, einzelne Flüchtlinge,
wirbt geduldig um ihr Vertrauen und gewinnt es in einem Prozess langsamer Annäherung. Einzelne bringt er zum Sprechen. Und jemanden zum Sprechen bringen, das ist doch ihm wie zu einer zweiten Geburt verhelfen. Nimmt ihre Geschichten auf Tonband auf, setzt sich nach Kräften für ihre Sache ein. Als ein partieller Doppelgänger der Erzählerin könnte dieser Richard den Appell an den Innensenator formuliert, auch eine Reportage seiner Eindrücke und Erkundungen verfasst haben, nicht aber den Roman, als dessen Protagonist er figuriert. Da liegt der gravierende Unterschied zur Autorin. Moralisches Engagement genügt beim besten Willen noch lange nicht zur Herstellung eines Kunstwerks. Es ist eine unter Umständen notwendige, aber keineswegs hinreichende Voraussetzung. Erst der Dichter verwandelt den Einzelnen aus einer berechenbaren Summe von Daten in einen lebendigen Menschen, der in keiner administrativen Rechnung oder Regelung aufgeht. Nur durch die Kunst der Erzählung, die Kunst einer Jenny Erpenbeck, wird den nordafrikanischen schwarzen Männern, die aus Libyen vertrieben wurden, das zuteil, was sie am dringendsten wünschen: to become visible. To become visible. Ich greife ein einziges Beispiel heraus. Der 18-jährige Osarobo, der mit 15 Jahren mit angesehen hat, wie man seinen Vater und seine Freunde erschlug, hat auf Richards Frage nach etwas, das er gern machen würde, überraschend Klavierspielen geantwortet. Also lädt ihn der Professor ein, in seine Wohnung zu kommen, was auch die Gelegenheit für einen wichtigen Integrationsfortschritt bedeutet, nämlich eine Übung im Zurücklegen größerer Entfernungen in der Riesenstadt. Es stellt sich heraus, dass Osarobo noch nie ein Klavier berührt hat. Aber das Klimpern und dann unter Richards Anleitung das Erlernen elementarer Handgriffe macht ihm Freude. Zutrauen stellt sich ein, etwas wie Freundschaft keimt. Einmal wird der Latinist Richard aus seinem Ruhestand zu einem Vortrag über Seneca nach Frankfurt eingeladen. Bei seiner Rückkehr stellt er fest, dass in der einzigen Nacht seiner Abwesenheit bei ihm eingebrochen worden ist. Ein paar Schmuckstücke seiner Mutter und seiner verstorbenen Frau fehlen. Nur Osarobo wusste etwas von Richards Reise. Als Leser hält man den Atem an, das heißt, ich hielt den Atem an, angesichts der Möglichkeit, dass er's gewesen sein könnte. Woher kommt diese Furcht? Nicht, weil man fürchtet, dass durch eine solche Tat dem Engagement des Professors ein Rückschlag versetzt würde. Es geht um den Jungen. Er ist einem durch die Vergegenwärtigungskunst der Autorin so nahe gekommen, ich möchte fast sagen, ans Herz gewachsen, dass der Verdacht eines solchen Vertrauensbruchs sich einfach nicht bestätigen darf. Schließlich bleibt keine Alternative. Ach ja, natürlich war er der Einbrecher, auch wenn es gnädigerweise offen bleibt. Umso dankbarer lässt man sich in den Märchenschluss des Buches mitnehmen, der 147 der nach langem Hin und Her abgeschobenen, mit Schlafplätzen in Richards Bibliothek, Musikzimmer, Wohnzimmer, Küche, im Biotop von Freunden und Bekannten versorgt. Mit Karon, Jaja, Khalil, Rashid und Rufu sitzt man schließlich in festlicher Stimmung rings um das Feuer vor dem Haus des Wohltäters, das wie das Haus in der Heimsuchung an einem See liegt, und feiert die Utopie eines
humanen Weltaugenblicks. Also nach dieser ausnehmend schönen Ansprache komme jetzt nur ich. Also ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Also, ich beginne mit dem Anfang des Buchs und ja, den Rest erkläre ich dann. Vielleicht liegen noch viele Jahre vor ihm, vielleicht nur noch ein paar. Es ist jedenfalls so, dass Richard von jetzt an nicht mehr pünktlich aufstehen muss, um morgens im Institut zu erscheinen. Er hat jetzt einfach nur Zeit. Zeit, um zu reisen, sagt man. Zeit, um Bücher zu lesen. Proust, Dostojewski. Zeit, um Musik zu hören. Er weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis er sich daran gewöhnt hat, Zeit zu haben. Sein Kopf jedenfalls arbeitet noch, so wie immer. Was fängt er jetzt an mit dem Kopf, mit den Gedanken, die immer weiterdenken in seinem Kopf? Erfolg hat er gehabt. Und nun? Das, was Erfolg genannt wird. Seine Bücher wurden gedruckt, zu Konferenzen wurde er eingeladen, seine Vorlesungen waren bis zuletzt gut besucht, Studenten haben seine Bücher gelesen, sich Stellen darin angestrichen und zur Prüfung auswendig gewusst. Wo sind die Studenten jetzt? Manche haben Assistenzstellen an Universitäten, zwei oder drei sind inzwischen selbst Professoren. Von anderen hat er lange nichts mehr gehört. Einer hält freundschaftlichen Kontakt zu ihm, ein paar melden sich von Zeit zu Zeit. So. Von seinem Schreibtisch aus sieht er den See. Richard kocht sich einen Kaffee, er geht mit der Tasse in der Hand in den Garten und sieht nach, ob die Maulwürfe neue Hügel aufgeworfen haben. Der See liegt still da, wie immer in diesem Sommer. Richard wartet, aber er weiß nicht, worauf. Die Zeit ist jetzt eine ganz andere Art von Zeit. Auf einmal, denkt er. Und dann denkt er, dass er natürlich nicht aufhören kann mit dem Denken. Das Denken ist ja er selbst und ist gleichzeitig die Maschine, der er unterworfen ist. Auch wenn er ganz allein ist mit seinem Kopf, kann er natürlich nicht aufhören mit dem Denken. Auch wenn wirklich kein Hahn danach kräht, denkt er. Er stellt sich einen kurzen Moment lang vor, wie ein Hahn mit dem Schnabel in seiner Abhandlung über den Begriff der Welt im Werk von Lucrez blättert. Er geht wieder ins Haus zurück. Er überlegt, ob es für das Jackett zu warm ist. Braucht er überhaupt ein Jackett, wenn er allein in seinem Haus herumgeht? Vor Jahren, als er durch Zufall erfuhr, dass seine Geliebte ihn betrog, half ihm nichts anderes über die Enttäuschung hinweg, als die Enttäuschung in Arbeit zu verwandeln. Monatelang war das Verhalten dieser Geliebten Gegenstand seiner Untersuchungen gewesen. Beinahe 100 Seiten hatte er geschrieben, um alles, was zu diesem Betrug geführt hatte, und auch die Art, wie der Betrug von der jungen Frau ins Werk gesetzt worden war, zu ergründen. Seine Arbeit hatte in Hinsicht auf die Beziehung zu keinem besonderen Ergebnis geführt, denn die Geliebte verließ ihn wenig später endgültig. Aber immerhin hatte er auf diese Weise die ersten Monate nach der Entdeckung, in denen ihm wirklich Elend zumute gewesen war, hinter sich gebracht. Das beste Heilmittel gegen die Liebe, wusste ja schon Ovid, ist die Arbeit. Nun aber quält ihn nicht die Zeit, die mit einer unnützen Liebe ausgefüllt ist, sondern die Zeit an sich. Vergehen soll sie, aber auch nicht vergehen. Einen kurzen Augenblick hatte die Vision eines zornigen, bunten Hahnes, der mit seinem Schnabel und seinen Krallen ein Buch zerfetzt, dessen Titel ist »Versuch über das Warten«. Vielleicht ist eine Strickjacke seiner Situation wirklich angemessener als ein Jackett, bequemer jedenfalls. Und rasieren müsste er sich jetzt, da er nicht mehr täglich unter Leute geht, eigentlich auch nicht mehr jeden Morgen. Wachsen lassen, was wachsen will. Einfach nur nicht mehr dagegenhalten. Oder ist das schon der Anfang vom Sterben? Das Wachsen, der Anfang vom Sterben? Nein, das kann nicht stimmen, denkt er. Den Mann, der unten im See liegt, haben sie immer noch nicht gefunden. Kein Selbstmord, sondern beim Baden ertrunken.
Seit diesem Tag im Juni liegt der See still da, Tag für Tag still. Juni still, Juli still und jetzt, bald schon ist Herbst, immer noch still. Kein Ruderboot, keine kreischenden Kinder, kein Angler. Wenn in diesem Sommer irgendwer vom Steg der öffentlichen Badestelle einen Kopfsprung ins Wasser macht, kann es nur ein Fremder sein, der von dem Unglück nichts weiß. Beim Abtrocknen spricht den dann vielleicht eine Ortskundige an, die gerade ihren Hund ausführt, oder ein Fahrradfahrer, der kurz vom Rad steigt, um zu fragen, Sie wissen wohl nicht? Richard hat noch nie so einem Ahnungslosen etwas von dem Unglück gesagt, warum auch? Warum jemandem, der nur einen schönen Tag haben will, den Tag verderben? An seinem Zaun spazieren die Ausflügler ebenso heiter, wie sie gekommen sind, auch auf dem Heimweg wieder vorüber. Aber er muss, wenn er an seinem Schreibtisch sitzt, den See sehen. Ich lese jetzt eine der Begegnungen zwischen Richard und einem der Flüchtlinge. Ja, Sie wissen ja ungefähr, Sie haben es jetzt gehört, Sie haben es bestimmt auch schon mal irgendwo anders gelesen, worum es in dem Buch geht. Ich meine, Richard trifft auf die Flüchtlinge und beginnt mit Gesprächen. Und man muss vielleicht noch sagen, dass aufgrund dieser Vereinbarung, die dann im Nachhinein für später für ungültig erklärt wurde, aufgrund dieser Vereinbarung ist es dem Senat ja gelungen, diesen Oranienplatz zu räumen und die Flüchtlinge wurden in Heime verlegt und es hat geheißen, es würden ihre Einzelfälle eine Zeit lang geprüft werden und dann würde entschieden werden, was mit ihnen passiert und in welcher Weise sie Unterstützung bekommen. Und in dieser Zeit sind sie unter anderem in einem ehemaligen Altersheim untergebracht, was in der Nähe von Richard ist. So. Und er hat mit dem einen Flüchtling ausgemacht, dass er am Donnerstag kommt. Am Donnerstag sucht Richard die Papiere für seine Steuer zusammen, telefoniert mit der Krankenversicherung und lässt in der Autowerkstatt die Winterreifen montieren. Ah, erst am Freitag. Sehen Sie mal. Ich kenne mein Buch nicht. Erst am Freitag geht er wieder zu dem Ziegelgebäude, der Ausweis, der grüne Billardtisch ohne Kugeln und daneben wie neulich die schwarzen Männer, schwarz-grün, die Farben des Fußballvereins von Hannover, der missverständlich die Roten genannt wird, als gäbe es in der Bundesliga eine Kommunistenfraktion. Die ältere Dame begleitet ihn stumm hinauf und verlässt ihn auf seinen Wunsch schon vor der Tür des Zimmers 2020. Eine lindgrüne Tür, so wie die anderen. Er klopft und wartet, Awad macht ihm auf. How are you? Wahrscheinlich gut, was soll er sagen? How are you? Auch Awad geht es gut. Höflichkeitsfloskeln in einer Sprache, in der weder der eine zu Hause ist noch der andere. Awad macht die Tür weiter auf, um ihn hereinzubitten. Er würde ihm gern von sich erzählen, sagt er, nachdem er die Tür hinter seinem Besucher wieder zugemacht hat. Denn wenn jemand irgendwo ankommen wolle, dürfe er nichts verbergen. Ist das wirklich so? Fragt Richard. Und Awad sagt aber ja und bietet ihm einen Stuhl an. Richard dankt, setzt sich und denkt an den Niemand Odysseus und an die schweigenden Männer vor dem Roten Rathaus im Sommer. Er denkt auch daran, wie er seine Geliebte vor seiner Frau verborgen hat und den Alltag, den er mit seiner Frau hatte, gleichzeitig vor seiner Geliebten. Ist er denn niemals in seinem Leben angekommen? Dabei bezieht sich das Ja von Awad wohl nur darauf, dass sein Angebot ehrlich gemeint war. Denn er sagt jetzt, der Psychologin habe er auch schon alles von sich erzählt. Der Psychologin? Wenn ihm, dem Besucher, das lieber sei, könne er auch die Psychologin anrufen. Einen Moment nur, er habe ihre Karte mit der Telefonnummer. Aber das sei gar nicht, sagt Richard. Nein, wirklich gern, kein Problem. Einen Moment nur, die Karte müsse hier irgendwo sein. Awad sucht die Visitenkarte der Psychologin, der er alles von sich erzählt hat, erst auf dem Tisch, dann auf dem Fensterbrett, dann im Regal, dann im Schrank und schließlich in seiner Tasche, die unter dem Bett steht. Das müsse wirklich nicht sein, sagt Richard, es mache überhaupt nichts, sagt er, während er sich, je nachdem, wo Awad gerade zugange ist, nach ihm umdreht. Wenn Awad die Visitenkarte nicht finde, dann später vielleicht, das reiche ihm völlig, aber Awad hört nicht auf, nach der Karte zu suchen.
Sie muss hier irgendwo sein, eben hatte sie noch, wo kann sie nur liegen? Richard sieht, dass ein blau karierter Vorhang halb vor das Fenster gezogen ist. Ob der noch von den pflegebedürftigen Vorgängern herrührt? Gleich, sagt Awad, die Psychologin weiß alles von mir. Und dabei wird er, Richard, niemals bei der Psychologin anrufen. Aber das kann er dem Mann nicht sagen, der immer mehr außer sich gerät, während er in die Regalfächer und in seine Reisetasche wieder und wieder hineingreift, während er die Papiere, die auf dem Fensterbrett liegen, zum vierten Mal anhebt und sogar unter die Bettdecken schaut, während er den Schrank nach jeder Runde, die er mit suchendem Blick durch das Zimmer macht, noch einmal öffnet und noch einmal schließt. An der Wand hängt eine Gebrauchsanleitung für den Geschirrspüler in der Gemeinschaftsküche des Hauses. Die drei anderen Betten im Raum sind leer, ordentlich zugedeckt. Wo sind denn die anderen? Fragt Richard. Beim Billard, sagt Awad und lässt nun endlich ab von seiner Suche. Müde sieht er aus, als er sich zu seinem Besucher umdreht. Entschuldigung, sagt er, ich kann die Karte leider nicht finden. Ich heiße Richard, sagt Richard. Awad wurde in Ghana geboren. Seine Mutter starb bei der Geburt. So wie Blanche Flur, denkt Richard, so wie die Mutter von Tristan. Der erste Tag meines Lebens, sagt Awad, war zugleich der Tag, an dem ich meine Mutter verlor. Und der Vater? Awad antwortet nicht. Bis zu seinem 7. Jahr sei er bei der Nana, der Großmutter, gewesen in Ghana. Lebt die Großmutter noch? Hat er sie später einmal wiedergesehen? Weiß er noch, wie sie aussah? Nein, Awad erinnert sich nicht. Als er 7 Jahre alt war, holte der Vater ihn zu sich nach Libyen. Diese Großmutter, deren Tochter bei der Geburt des ersten Kindes starb, deren Enkel von ihr das Sprechen lernte und von ihr jeden Abend vor dem Zubettgehen gewaschen wurde, auf einem Brett stehend, damit die heiße Erde ihm nicht die Füße verbrannte, diese inzwischen sehr alte und womöglich schon gestorbene Frau versucht, aus dem erinnerungslosen Raum ihres Enkels in die Welt des Erzählbaren vorzustoßen. Aber es gelingt ihr nicht. Sie wird von ihrem Enkel Nana genannt, so wie alle ghanaischen Großmütter genannt werden, und bekommt sonst keinen Namen, bleibt unter der trennenden Schicht und sinkt still wieder ab. Wie wird es dem Mann im See gehen, wenn der See nun bald gefriert? Ist er noch einmal zurück nach Ghana gekommen? Nein, niemals. Der Vater arbeitet in Tripoli als Fahrer für eine Ölcompany. Awad wird eingeschult. Zu zweit wohnen sie in einem Haus mit 8 Zimmern. Oft haben sie Gäste. Wenn der Vater von der Arbeit nach Haus kommt, kocht er für alle. Der Vater spielt Fußball mit ihm. Der Vater kauft für ihn Spielzeug, gibt ihm Taschengeld, gar nicht so wenig. Fliegt in den Ferien mit ihm nach Ägypten. Nur 30 Minuten dauert der Flug hinüber nach Kairo. In Kairo kenne ich mich wirklich gut aus, sagt Awad. Wir waren oft drüben. Drüben hieß zu DDR-Zeiten der Westen von Deutschland, vom Osten aus gesehen. Der Vater zieht die Jalousien auf der Südseite des Hauses, auf die tagsüber die Sonne scheint, erst abends nach oben. Der Vater bringt seinem Sohn bei, wie man sich nach dem Duschen den Rücken abtrocknet, mit einem schräg über den Rücken gespannten Handtuch. Sein Vater bringt ihm bei, wie man kocht. Sein Vater schenkt ihm den ersten Rasierapparat. Mein Vater sagte mir, wer ich bin, sagt Awad. Und dann sitzt Awad einen Moment lang einfach nur da, ohne etwas zu sagen, und blickt auf das unechte Holzfurnier auf der Tischplatte. Dieser Tisch stand vielleicht 25 Jahre zuvor in einem Büro der Volkssolidarität oder im Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Aber das kann Awad nicht wissen und kann schon gar nicht wissen, was die Volkssolidarität oder die deutsch-sowjetische Freundschaft war. Und dann? Ich habe begonnen, als Automechaniker zu arbeiten, hatte Freunde, es war ein gutes Leben. Und dann? Draußen auf der Straße fährt jetzt ein LKW rückwärts. Man hört das Warnsignal, einen hohen Piepton wieder und wieder. Im Morse-Alphabet wäre das eine Null. In jeder ungeraden Kalenderwoche wird der Plastikmüll abgeholt. Oder es ist ein Möbeltransport, der in der Einfahrt zu wenden versucht. Dann wurde mein Vater erschossen.
Richard würde jetzt gern etwas sagen, aber es fällt ihm nichts ein. Am Tischbein klebt ein kleines gelbes Schild mit der Inventarnummer 360/87. Richard hatte seinen Vater, als der gestorben war, noch einmal im Krankenhaus gesehen. Der Kiefer des Toten war von den Schwestern mit einer Binde am Schädel festgebunden worden, damit der Mund nicht für den Rest der Ewigkeit offen blieb. Mit dieser Binde hatte sein Vater ausgesehen wie eine Nonne. Richard hatte ihn kaum wiedererkannt. Awad sitzt vornübergebeugt. Er stützt sich mit den Armen auf und schaut immer tiefer in den Tisch hinein, während er weiterspricht. Ein Freund meines Vaters hat mich angerufen. Sie waren bei uns in der Firma, hat er geschrien. Und dein Vater, mehr nicht. Ich habe gesagt, ich verstehe nicht, was er meint. Da hat er wieder geschrien. Er, der sonst nie geschrien hat, sonst immer freundlich zu mir war, hat mich angeschrien und gesagt, ich solle so schnell wie möglich nach Haus laufen und die Tür gut versperren. Dann war die Verbindung plötzlich weg. Ich rannte los. Aber als ich zu Hause ankam, war die Eingangstür schon aus den Angeln gerissen. Die Fenster waren zersplittert. Drin war alles verwüstet. Der Flur, die Zimmer, die Küche. Überall lagen Scherben herum. Möbel waren umgekippt. Der Fernseher war zerschlagen. Alles. Ich kletterte hinten bei einem der Fenster hinaus und versuchte, den Freund meines Vaters noch einmal zu erreichen. Versuchte es wieder und wieder, aber ich kam nicht mehr durch. Einmal noch habe ich auch die Nummer meines Vaters gewählt. Nichts. So war das Ende. Bis die Nacht kam, wartete ich auf der Straße. Wo sollte ich hingehen? Es war dieselbe Straße, die ich zur Schule gegangen bin und später zur Arbeit. Dann ist eine Militärstreife gekommen. Sie haben mich gezwungen, auf die Ladefläche des LKWs zu steigen und mich in ein Barackenlager gebracht. Ich habe die Toten auf den Straßen liegen sehen. Manche erschossen, manche erstochen. An diesem Tag habe ich den Krieg gesehen. An diesem Tag habe ich den Krieg gesehen. In den Baracken waren schon hunderte Menschen, die meisten von ihnen Schwarzafrikaner, aber auch ein paar Araber aus Tunesien, Marokko, Ägypten. Nicht nur Männer, auch Frauen, Kinder, Säuglinge, alte Menschen. Alles wurde uns abgenommen, Geld, Uhren, Telefone, sogar die Socken, sagt er und lacht. Lacht und lacht. It's not easy, sagt er und hört wieder auf zu lachen. It's not easy, sagt er noch einmal und schüttelt den Kopf. It's not easy, als sei er mit seiner Geschichte am Ende. Und dann? Als ich mich beschweren wollte, sagte er, haben sie mir mit einem Gewehrkolben auf den Kopf geschlagen. Hier kannst du noch immer die Narbe sehen. Awad teilt seine Haare auseinander und zeigt dem emeritierten Professor, mit dem er heute zum ersten Mal in seinem Leben spricht, seine Narbe. Wenn du irgendwo ankommen willst, darfst du nichts verbergen, hat er am Anfang des Gesprächs zu Richard gesagt. Wenn du Glück hast, wirst du geschlagen, wenn du Pech hast, erschossen, hat mir jemand zum Trost gesagt. Dann haben sie aus den Telefonen die SIM-Karten herausgenommen und vor unseren Augen zerbrochen, dann die Speicherkarten herausgenommen, zerbrochen. Broke the memory, sagt Awad. Das Gedächtnis zerbrochen. Keinem von uns haben sie irgendetwas gelassen, außer T-Shirt und Hose oder Rock. 2 Tage saßen wir da in den Baracken, während die europäischen Bomben auf Tripoli fielen. Wir hatten Angst, dass eine davon uns trifft. Es war ja ein Militärlager. Am 3. Tag brachten sie uns zum Hafen, trieben uns auf ein Boot. Wer von euch kann so ein Boot lenken? 2, 3 Araber meldeten sich. Eine Gaddafi-Flagge wurde auf unserem Boot gehisst, sagt Awad und lacht. Eine Gaddafi-Flagge. Also waren das Gaddafi-Leute oder Rebellen? Das wussten wir nicht. Alle hatten die gleichen Uniformen. Wie sollte man sie voneinander unterscheiden? Dass von der Regierung abgefallene Militärs noch immer die Uniform ihres Staates tragen, hatte Richard sich bis zu diesem Augenblick niemals klargemacht. Es gab jedenfalls niemanden, der auf unserer Seite stand. Dabei bin ich in Libyen aufgewachsen. Libyen war mein Heimatland. Awad nickt vor sich hin und sagt eine Weile nichts mehr. Und dann? Dann schossen sie eine Salve in die Luft und sagten zu uns, wer zurückzuschwimmen versucht, wird erschossen. Wir wussten nicht, wohin das Boot fährt. Vielleicht nach Malta? Nach Tunesien? Erst später wurde uns klar, nach Italien.
Wir saßen dicht an dicht. Du konntest nur für ein paar Minuten aufstehen, dort, wo dein Platz war. Dann hast du dich wieder an dieselbe Stelle gesetzt. Die Frau hinter mir hat einfach da, wo sie saß, im Sitzen gepinkelt. Alles war nass, als ich mich aufstützen wollte. 4 Tage waren wir unterwegs. Nur wenige Flaschen mit Wasser gab es, die haben wir den Kindern gegeben. Wir Erwachsenen haben, als es zu schlimm wurde, Salzwasser getrunken. It's not easy, Richard. It's not easy. Wir haben in eine leere Plastikflasche mit den Zähnen eine größere Öffnung hineingebissen, dann ein paar Schnürsenkel aus unseren Schuhen zusammengebunden, die Flasche angehängt, runtergelassen und das Meerwasser geschöpft. Man muss ja trinken. Einige sind gestorben, haben mitten unter uns gesessen, dann nur ganz leise gesagt, mein Kopf, mein Kopf, dann so den Kopf geneigt und waren im nächsten Moment tot. Die Toten wurden ins Wasser geworfen. Richard denkt daran, wie er auf vielen Flügen aus dem ovalen Fenster hinunter auf irgendein Meer geblickt hat, wie die Wellen sich von oben gesehen überhaupt nicht bewegten und der weiße Schaum aussah wie Stein. Mitte des letzten Jahrhunderts hat die Küste von Libyen kurze Zeit einmal zu Italien gehört. Jetzt ist Libyen ein anderes Land und Italien erscheint Flüchtlingen, die Libyen in einem Boot verlassen, zuerst in Form einer felsigen kleinen Erhebung, umgeben von sehr viel Wasser, wenn überhaupt. Der Krieg zerstört alles, sagt Awad, die Familie, die Freunde, den Ort, an dem man gelebt hat, die Arbeit, den Alltag. Wenn man ein Fremder wird, sagt Awad, hat man keine Wahl mehr. Man weiß nicht wohin, man weiß nichts mehr. Ich kann mich selbst nicht mehr sehen, das Kind, das ich war. Ich habe kein Bild mehr von mir. Mein Vater ist tot, sagt er, und ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ein Fremder werden, sich selbst und den anderen. So also sah ein Übergang aus. Was ist der Sinn von dem allen, fragt er und schaut Richard jetzt zum ersten Mal wieder an. Richard ist nun der antworten soll, aber er weiß keine Antwort. Ist es nicht so, sagt Awad, dass jeder erwachsene Mensch, ob Mann, ob Frau, ob reich oder arm, ob er Arbeit hat oder nicht, ob er in einem Haus wohnt oder obdachlos ist, ganz egal, dass jeder Mensch seine paar Jahre zum Leben hat und dann stirbt? Ja, so ist es, sagt Richard. Soweit erstmal den Teil. Geht gleich weiter. Ich habe selten so ein schönes Programm. Ich habe auch selten so eine schöne Einführungsansprache gehört. Also, das finde ich gut, dass auch für mich sozusagen so ein gewisses Programm da ist. Ja, ich lese jetzt aus gemeinsamer Begeisterung für die Klassiker, die Herrn von Schirnding und mich auch vereint, ja, lese ich noch ein Stück, was darauf Bezug nimmt. Wie Sie ja schon gehört haben, Richard schickt sich an, einen Vortrag zu halten, und zwar über die Vernunft als feurige Materie im Werk des Stoikers Seneca. Ich gestehe, dass ich darüber keinen Vortrag schreiben könnte, aber ich fand diesen Begriff der feurigen Materie sehr schön. Und Richard arbeitet an diesem Vortrag und ja, vielleicht auch durch die Begegnung mit den Flüchtlingen kommt er dazu, auf eine bisschen andere Weise nachzudenken und auch zu recherchieren, als er das wahrscheinlich sein ganzes normales Berufsleben über gemacht hat. Ursprünglich wollte Richard nur umarbeiten, was er schon in seinen 2 Büchern über Seneca gesagt hat, aber kaum hat er begonnen, in Senecas Schrift von der Seelenruhe zu blättern, sind ihm neue Ideen gekommen und er hat gemerkt, wie viel Freude ihm seine Arbeit immer noch macht. Sollen die Kollegen nur sehen, wen sie da mit einem tadellos funktionierenden Kopf in den Ruhestand verabschiedet haben? Wenn Vernunft wirklich feurige Materie wäre, wie von Diogenes als erstem angenommen wurde, so sehe man es doch am besten daran, wie über die Jahrhunderte hinweg der eine Nachdenkende die Gedanken eines anderen aufnimmt und versucht, ihnen das eigene hinzuzufügen und sie so am Leben zu halten. So wie Richard bei Seneca liest,
Zwinge dich ständig daran zu denken, dass der, den du deinen Sklaven nennst, gleichen Ursprungs ist wie du, dass er sich an demselben Himmel erfreut, dass er wie du atmet, lebt und stirbt. So liest Seneca bei Platon, es gebe keinen König, der nicht von Sklaven, und keinen Sklaven, der nicht von Königen abstamme. Nur der Wechsel der Zeit habe all dies durcheinander geworfen und das Schicksal alles mehrfach umgekehrt. Und fanden sich bei Ovid nicht am Ende der Metamorphosen die gleichen Gedanken wie bei Empedokles? Keines verbleibt in derselben Gestalt, und Veränderung liebend schafft die Natur stets neu, aus anderen andere Formen, und in der Weite der Welt geht nichts, das glaubt mir, verloren. Wechsel und Tausch ist nur in der Form. Entstehen und werden heißt nur, anders als sonst anfangen zu sein, und vergehen nicht mehr sein wie zuvor. Ihm selbst, Richard, aber auch seinen Freunden Detlef oder Silvia oder dem Hölderlin-Leser Andreas ist der Gedanke an die immerwährende Bewegung, an die Flüchtigkeit aller menschlichen Ordnungen und an die prinzipielle Umkehrbarkeit aller Verhältnisse schon immer selbstverständlich gewesen. Das mochte an ihrer Nachkriegskindheit liegen, vielleicht auch an der Beobachtung der Hinfälligkeit des sozialistischen Systems, in dem sie den größten Teil ihres Lebens verbracht hatten und das dann innerhalb weniger Wochen zusammenstürzte. Ist nun der schon so lang andauernde Frieden daran schuld, dass eine neue Generation von Politikern offenbar glaubt, am Ende der Geschichte angekommen zu sein? Glaubt, es sei möglich, all das, was auf Bewegung hinausläuft, mit Gewalt zu unterbinden? Oder hat die weite räumliche Entfernung von den Kriegen der anderen bei den unbehelligt Bleibenden zu Erfahrungsarmut geführt, so wie andere Menschen an Blutarmut leiden? Führt der Frieden, den sich die Menschheit zu allen Zeiten herbeigesehnt hat und der nur in so wenigen Gegenden der Welt bisher verwirklicht ist, denn nur dazu, dass er mit Zufluchtsuchenden nicht geteilt, sondern so aggressiv verteidigt wird, dass er beinahe schon selbst wie Krieg aussieht? Vielleicht ist der Weg der Vernunft auch zu vergleichen mit dem, was die Männer hinter sich haben. Wie bist du nach Libyen gegangen, fragt der Itemba, der neben ihm steht, um sich an der Feuertonne die Hände zu wärmen. Über die algerische Grenze, 3 Tage zu Fuß durch eine steinige Wüste. Manche haben sich einfach niedergelegt und konnten nicht mehr. Man lässt sie zurück, man geht weiter. Was soll man machen? Man kann ihnen nicht mehr helfen. Und alles ist einem schwer dort, sagt er. Man wirft das Hemd weg. So, sagt er und macht eine weite Bewegung mit den Armen. Man wirft die Schuhe weg. So. Und macht vor, wie er damals in der heißen, steinigen Wüste im Grenzgebiet von Algerien und Libyen sein einziges Paar Schuhe von sich geworfen hat. Alles ist einem zu schwer. 3 Tage geht man und das Einzige, was man unbedingt braucht, ist ein Kanister mit Wasser. Richard schaut zu dem Dach des Heims hinauf, auf dem im Moment nur ein Mann zu sehen ist. Da haben sich welche zum Protest auf dem Dach verschanzt. Der lehnt sich an einen Schornstein und steht einfach da. Ob auch der in der steinigen Wüste unterwegs war? Seit 13 Tagen sind die Männer nun schon da oben, um auf dem zu beharren, was ihnen in der Vereinbarung versprochen worden war. Hilfe und Unterstützung bei der Entwicklung ihrer beruflichen Perspektiven und so weiter. Richard sieht den Mann da oben stehen, über der Stadt, und denkt an den Toten unten im See. Und plötzlich kommt ihm das Warten wie eine Klammer vor, die alles, was zu ebener Erde geschieht, umfasst. Vielleicht ist auch das, was Erinnerung ist, mit dem zu vergleichen, was die Männer hinter sich haben, denkt Richard. Wie begräbt man in der Wüste die Toten, fragt er Apoll. Das war die Frage, die damals unbeantwortet geblieben ist, als der Alarm plötzlich losging. Man schiebt in der Mitte einer Düne den Sand auseinander, macht eine Schneise. Dort legt man den Toten hinein. Man betet. Was betet man? Apoll tritt mit Richard ein wenig beiseite in eine Toreinfahrt, in der sie vor dem schneidenden Wind geschützt sind, legt die Hände übereinander, blickt zu Boden und beginnt, das Totengebet zu sprechen. Unter seinen Füßen ein Gitter, auf dem steht noch aus der deutschen Kriegszeit Mannesmann Luftschutz. Und dann? Dann schiebt man den Sand zurück über den Toten. Markiert man das Grab irgendwie? Nein, aber man weiß für immer die Stelle.
Vielleicht sagt das, was die Männer hinter sich haben, auch etwas aus über Macht und Ohnmacht. Er fragt Khalil, der mit einem Stock im Feuer stochert, wie seine Überfahrt damals war. Khalil sagt, ich hatte nur Angst vor dem Wasser, deswegen war ich unter Deck. Ein Freund von mir, der oben geblieben ist, ist gestorben, weil die Sonne so heruntergebrannt hat. Er ist verdurstet. Auf dem Boot von Rashid dagegen, erinnert Richard sich noch, gab es gerade für alle diejenigen unter Deck durch die Kenterung nicht die geringste Aussicht auf Rettung. Dort war alles sofort geflutet, hat Rashid am Weihnachtsabend gesagt. Richard sieht, wie die Polizisten Wachablösung machen und deshalb für einige Minuten nicht 100 Mann, sondern 200 sind. Am nächsten Morgen, Richard will gerade beginnen, die Notizen, die er sich vor dem besetzten Haus gemacht hat, in seinen Vortrag einzuarbeiten, erfährt er, dass der Senat die Vereinbarung mit den Flüchtlingen nun im Nachhinein für ungültig erklärt. Ein Jurist aus Konstanz am Bodensee sei zu Rate gezogen worden. Eine entscheidende Unterschrift habe leider auf dem Papier gefehlt. Richard weiß, dass inzwischen verschiedene internationale Menschenrechtsorganisationen das Vorgehen des Berliner Senats gegenüber den in der obersten Etage ihres Heims verschanzten Flüchtlingen beanstandet haben. Und er kann sich denken, dass das Gutachten des fernen Juristen im Zusammenhang mit dieser Kritik steht. Wenn ein Vertrag nicht bindend ist, gibt ein Vertragsbruch auch keinen legitimen Grund ab für einen Protest. Mit ein paar Buchstaben auf einem Brief aus Konstanz wird also das, worauf die Flüchtlinge seit Monaten warten, genau in diesem Moment, in dem die Erfüllung anstehen würde, für ungültig erklärt. Später sieht Richard im Fernsehen, wie Rashid und ein paar andere, die auf diese Meldung hin versucht haben, im Schnee auf dem Oranienplatz demonstrativ einen Igloo zu errichten, um folgerichtig auch ihren Part der Vereinbarung zurückzunehmen, von der Polizei vom Platz geschafft werden. Die Gewalt, mit der dabei vorgegangen wird, hat ihre Wurzeln in der Inzucht, die Gesetze mit ihrer Auslegung treiben, denkt Richard. Im Grunde genommen also in nichts anderem als einem bisschen Tinte auf ein bisschen Papier. Richard sieht seinem ersten Besuch bei Itembas Anwalt, den er für morgen zugesagt hat, unter diesen Umständen mit besonderer Neugier entgegen. Und jetzt kommt noch der Anwalt. Wenn Sie den Anwalt noch aushalten. Ich habe keine Uhr. Es gibt keine Uhr. Ich lese? Gut. Ich lese. Noch nicht. Die klatschen. Ich lese. Papst Benedikt habe bei seiner Abdankung gesagt, Europa ruhe auf drei Säulen, der griechischen Philosophie, dem römischen Recht und der jüdisch-christlichen Religion. Der Anwalt des langen Itemba ist sehr stolz auf sein römisches Recht. Als er aufsteht, um Itembas Akte zu holen, sieht Richard, dass er tatsächlich einen Bratenrock trägt. Die Schöße des musealen Kleidungsstücks sind schon etwas angegraut, aber wehen frisch in einem Wind, dessen Ursprung in diesem stickigen, dunklen Büro kaum erklärlich ist. In Deutschland isst man Papier, sagt der Anwalt und fängt an zu kichern, während er sich wieder setzt und seine Ärmelschoner zurechtschiebt. Man isst Papier, sagt er noch einmal und kann das Lachen kaum mehr unterdrücken. Man isst Papier, isst in Deutschland Papier, bricht es aus ihm hervor. Vor Lachen hat er nun Tränen in den Augen. Er sieht Richard und Itemba erwartungsvoll an, aber Itemba lacht nicht zurück, weil er nicht versteht, was sein Anwalt da sagt. Und Richard fragt sich, ob der Anwalt auf das Bezug nimmt, was Itemba gerade eben im Vorzimmer zwischen Vietnamesen und Rumänen und anderen Afrikanern auf einem Klappstuhl sitzend mit Blick auf die unzähligen Akten im Schrank der Sekretärin zu Richard gesagt hat, Papier kann man nicht essen. Aber wie sollte der Anwalt durch die doppelte Flügeltür, die zu seinem Büro führt, diesen Satz gehört haben? 72 bin ich schon, sagt er jetzt und sieht plötzlich irgendwie einem Uhu ähnlich. 72 und beginnt abermals zu kichern, als wäre es wirklich ein toller Streich, den er den Behörden hier spielt. Längst schon könnte er in Rente sein, aber stattdessen erhebt er Einspruch dagegen, dass das Sozialamt dem oder jenem Asylbewerber nur 280 Euro auszahlt, statt der regulären 362, dass die Ausländerbehörde die italienischen Papiere der afrikanischen Flüchtlinge einbehält, um sie zur Ausreise zu zwingen. Erst nach Vorlegung des Tickets bekommen die Ausreisewilligen ihr Dokument an der jeweiligen Grenzstation wieder ausgehändigt. Das dürfen die gar nicht, das ist ein italienisches Dokument,
Und übrigens missfällt ihm ebenfalls sehr, dass ausgerechnet das hauptstädtische Bundesland Berlin im Gegensatz zu anderen deutschen Städten serbische Roma und Sinti-Familien mit kleinen Kindern bei Minusgraden in die Slums von Belgrad zurückschickt und nicht einmal den anderswo üblichen Winteraufschub gibt. Aber das nur nebenbei. Schicken die Kinder zurück, muss er trotzdem noch einmal rufen. Die Kinder. Trost schenke der ganzen weiten Welt nur der neue Papst. An angemessenem Ort, dieser Satz. Nicht umsonst heiße er ja Franziskus. Wo Barmherzigkeit und Klugheit sind, da ist nicht Verschwendung noch Täuschung. Und von Franziskus kommt der Anwalt geradenwegs auf die alten Römer zu sprechen. Tunctua res agitur pari es cum proximus ardit. Höchst zufrieden ist er, als Richard zustimmend nickt und prompt die Übersetzung murmelt, wenn das Haus deines Nachbarn brennt, geht es auch dich an. Der lange Itemba sitzt währenddessen sehr still daneben. Er versteht kein Wort von dem, was die beiden alten Männer da reden. Er weiß nicht, warum sie lachen. Er muss einfach da sitzen und abwarten, ob es in seiner Angelegenheit irgendetwas zu tun oder zu bedenken gibt. Richard kann sehen, wie Itemba angesichts der unzähligen Akten, die im Regal und auf den Tischen abgelegt sind, von Furcht ergriffen ist und nur deshalb so still sitzt. Hunderte bunter Klebezettel hängen den Akten aus den Mäulern heraus, auf hunderte existenzentscheidende, besondere Umstände verweisend. Manchmal schon hat Itemba gesagt, er habe einen Termin beim Social, damit war das Sozialamt gemeint, oder bei Hausländer, damit war die Ausländerbehörde gemeint. Aber es hat eine Weile gedauert, bis Richard begriff, dass allein die Erwähnung solcher Termine Ausdruck größten Entsetzens war. Itemba, den zu kontrollieren keine Militärstreife an der Grenze zu Libyen sich erlaubt hat, der in glühender Hitze 3 Tage zu Fuß durch die steinige Wüste gegangen ist, der am ersten Tag nach seiner Ankunft in Lampedusa gefordert hat, sofort zurückgebracht zu werden nach Libyen, nur leider war das den Italienern nicht möglich. Itemba, der ein Glasauge hat und 1,90 Meter groß ist, wird von ein paar Buchstaben auf Amtspapier, rechts oben das Brandenburger Tor im Berliner Briefkopf, links unten ein Stempel mit Adler, in Schrecken versetzt. Und dabei kann er noch froh sein, dass er nicht versteht, was ihm da jeweils mitgeteilt wird. Falsche Angaben können zur Versagung des beantragten Aufenthaltstitels oder der Aussetzung der Abschiebung, in Klammern Duldung, führen oder zur Ausweisung. Nach den für die bewilligten Leistungen maßgebenden gesetzlichen Bestimmungen sind sie verpflichtet, alle Änderungen von Tatsachen, die für die Hilfegewährung maßgebend sind, unverzüglich mitzuteilen. Ich mache darauf aufmerksam, dass die vorstehende Bescheinigung keine Ausreisefristverlängerung darstellt. Das bedeutet, dass Sie bei Vorliegen der Abschiebungsvoraussetzungen jederzeit auch vor dem oben genannten Vorsprachetermin abgeschoben werden können. Im Falle unterlassener Ausreise kann gemäß § 82 Absatz 4 Satz 1 Aufenthaltsgesetz Ihr persönliches Erscheinen bei der Ausländerbehörde angeordnet werden. Leisten Sie dieser Anordnung ohne hinreichenden Grund keine Folge, kann die Vorführung zwangsweise erfolgen. Während der Anwalt nun in der Akte herumblättert, sich hier und da etwas anstreicht, weitere gelbe, grüne und rosafarbene Klebezettel anbringt, in rasantem Tempo Briefe an verschiedene Behörden in sein Diktiergerät diktiert, warten Richard und Itemba nebeneinander sitzend einfach nur ab. Ein deutsches Kind, ruft der Anwalt ihnen mittendrin plötzlich zu, wäre das Einzige, was wirklich hilft. Ein deutsches Kind. Sieht er etwa nicht, dass da 2 Männer sitzen, einer noch dazu in fortgeschrittenem Alter? Dann blättert er weiter, diktiert, werter Kollege, bitte beachten Sie, mit kollegialem Gruß und so weiter. Aber eine Duldung zum Beispiel wäre doch auch schon etwas Gutes, oder? Fragt Richard, als der Anwalt das Diktiergerät kurz ablegt. Dann könnten die Männer, habe er, Richard gehört, doch zumindest nach 9 Monaten anfangen, sich Arbeit zu suchen, sei es nicht so? Nach 9 Monaten, wiederholt der Anwalt und bricht wiederum in Gelächter aus. Nein, sagt Richard, ich meinte jetzt die Duldung. Ich weiß schon, sagt der Anwalt, blättert hier, blättert da, antwortet aber nicht. Ich meinte, Sie dürften sich dann Arbeit suchen, wiederholt Richard. Suchen ja, sagt der Anwalt, blättert hier, blättert da. Und? Fragt Richard. Schon mal was von der Vorrangregelung gehört,
sagt der Anwalt, hört jetzt abrupt auf zu blättern, blickt auf und schaut durch seine dicken Brillengläser hindurch Richard einen Moment lang scharf an. Er sieht wirklich aus wie ein Uhu. Nein, sagt Richard. Tja, die Vorrangregelung besagt, dass nur, wenn kein Deutscher und kein Europäer die Stelle haben möchte, dass nur dann zum Beispiel dieser Herr hier, der Uhu schaut in die Akte, Herr Itemba, überhaupt eine Chance hat. Nun gut, sagt Richard, aber immerhin. Ja, aber bevor er sich darum bewerben darf, muss auch noch die Ausländerbehörde ihm für diese eine bestimmte Stelle ihre Einwilligung geben. Das wird sie doch in so einem Fall, sagt Richard. Nun ja, sagt der Anwalt. Was heißt das, fragt Richard. Die Ausländerbehörde schickt die Bewerbung zunächst an die Arbeitsagentur mit der Bitte um Prüfung des Vorrangs. Diese Prüfung kann dauern. Warum, ja, das weiß kein Mensch zu sagen. Trifft die Antwort von der Arbeitsagentur schließlich ein, beginnt die Ausländerbehörde ihrerseits zu prüfen. Alles zusammen kann 3 Monate dauern, auch 4 Monate. Und die Entscheidung fällt nicht immer positiv aus. Warum nicht? Das müssen Sie die Damen und Herren von der Ausländerbehörde fragen. Der lange Itemba sitzt da und schweigt und schaut geradeaus, während die 2 alten Herren über seine Aussichten beraten. Dadurch, dass er ein Glasauge hat, sieht er die ganzen Aktenstapel, die hier herumliegen, wahrscheinlich nicht räumlich, denkt Richard. Und selbst wenn die Behörde zustimmt, sagt der Anwalt, muss nach dem ganzen Prozedere die Stelle noch immer verfügbar sein. Da braucht es schon einen sehr geduldigen Arbeitgeber. Verstehe, sagt Richard. Richard sieht, dass die Holzfenster im Büro des Anwalts von der Hitze und Feuchtigkeit der letzten 100 Jahre schon sichtlich mürbe geworden sind. Die Wandfarbe ist bis hinauf in die Höhe von 4,20 Meter vergilbt, der Fußbodenbelag nur aus Linoleum. Als Richard kürzlich anrief, um zu fragen, ob er die Monatsrate für Itemba für 2 Monate im Voraus zahlen soll, hat die Sekretärin gesagt, ach lassen Sie mal, zahlen Sie erstmal nur eine. Eine Monatsrate sind 50 Euro. Im Laufe von 9 Monaten ergibt sich so die Gesamtsumme von 450 Euro. Das Mindesthonorar für Asylverfahren nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz in Klammern RGV. Die Arbeitsauffassung dieses Anwalts hat, das ist an dem Zustand des Büros klar zu erkennen, mit Begriffen wie Kostendeckung oder gar Gewinn wenig zu tun. Aber, sagt Richard, gibt es nicht die Kategorie der Engpassberufe? Er hat Rashid, dem Schlosser, versprochen, den Anwalt danach zu fragen. Im Internet hat er gelesen, dass für diese in Deutschland dringend benötigten Facharbeiter im Falle einer Duldung Soforteinstellungen möglich seien. Ja, sagt der Anwalt, aber da wiederum verlangt die Ausländerbehörde, dass derjenige sich zur Feststellung der Identität um einen Pass des Heimatlandes bemüht oder wenigstens um eine Geburtsurkunde. Und, fragt Richard, es kann sein, er bekommt den Pass. Das ist doch dann gut, oder? Fragt Richard. Solange es keinen bilateralen Poker gibt, ja. Was ist denn ein bilateraler Poker? Fragt Richard und hört, wie der große Itemba unter dem Tisch an seinen Fingern zieht, dass die Knöchelchen knacken. Manchmal will die Regierung eines solchen Landes eine politische Vergünstigung von Deutschland, ein Handelsabkommen, manchmal auch Waffen. Im Gegenzug verpflichtet sie sich, Leute, die in Deutschland nur geduldet sind, aber einen Pass ihres Heimatlandes besitzen, zurückzunehmen. Also Deutschland ist sozusagen froh, wenn es wenigstens die Facharbeiter auf diese Weise loswerden kann. Verstehe ich das richtig, sagt Richard. So könnte man sagen, sagt der Anwalt. Was sagt er? Fragt nun auch Itemba. Ich erkläre es dir später, sagt Richard. Sie dürfen auch nicht vergessen, sagt nun der Anwalt, diese Herren hier vom Oranienplatz haben noch nicht einmal eine Duldung und selbst wenn sie eine hätten, so eine Duldung ist kein Aufenthaltsstatus. Sondern was? Eine Duldung ist nur eine Aussetzung der Abschiebung. Richard merkt, wie er Kopfschmerzen bekommt, die sich von der Stirn über die Schläfen allmählich in seinen Hinterkopf fressen. Aber ein letzter Punkt steht noch auf seiner Liste. Und der Paragraph 23, fragt er. Im Internet habe er gelesen, dass wenn ein Land, eine Regierung, ein Bürgermeister nur wolle, die europäischen Regelungen ausgesetzt werden dürften und jemand, der um Asyl ansuche, einfach als Mensch akzeptiert werden könne, auch in einem Land, das nach den gesetzlichen Regelungen eigentlich nicht für ihn zuständig sei. Es wundert Richard nicht sonderlich, dass der Anwalt darauf nur ein Wort zur Antwort gibt, wenn.
Verstehe, sagt Richard und hat plötzlich das Gefühl, dass dieser Anwaltsbesuch seine Kräfte übersteigt. Haben Sie mal das Video gesehen, wie Obama eine Fliege fängt? Ich wünschte, ich könnte, das ist wirklich sehr sehenswert auf YouTube. Obama catches a fly. Ja gut. So. Haben Sie denn die Erklärung des Senats nicht gelesen, sagt nun der Anwalt milde zu ihm wie zu einem Kranken, dem man gut zureden muss, damit er die bittere Medizin schluckt. Welche Erklärung denn? Gestern stand es doch in allen Zeitungen, sagt der Anwalt und zitiert auswendig. Aus Gründen der Vollständigkeit ist anzumerken, dass die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis gemäß § 23 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz für die Teilnehmer an der Protestbewegung am Oranienplatz nicht der Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik dient. Nein, das habe ich nicht gelesen, sagt Richard. Schauen Sie, sagt nun der Uhu, die geschriebenen Gesetze treten, je höher entwickelt eine Gesellschaft ist, an die Stelle des Common Sense. In Deutschland sind es nach meiner Einschätzung nur noch 2/3 aller Gesetze, die im Gefühlsleben des Volkes, wenn ich das einmal so ausdrücken darf, verankert sind. 1/3 sind bereits so hochentwickelte, reine Gesetze, so sauber formuliert, dass die gefühlsmäßige Grundlage überflüssig geworden und praktisch nicht mehr existent ist. Vor 2000 Jahren waren die Germanen das gastfreundlichste Volk, das es gab. Sie kennen doch sicher den schönen Abschnitt in Tacitus Germania über die Gastfreundschaft unserer Vorfahren. Ja, sagt Richard und nickt. Der Anwalt steht auf, geht zu seinem Bücherregal, die Rockschöße wehen im unerklärlichen Bürowind. Er zieht den Tacitus aus dem Regal und schlägt das kleine Buch an einer Stelle, an der ein Zettel eingelegt ist, auf. Itemba, der merkt, dass das Gespräch mit dem Anwalt sich dem Ende zuneigt, sammelt vorsichtig seine Papiere zusammen, schiebt sie sorgfältig übereinander und steckt sie zurück in die Mappe, die er extra dafür mitgebracht hat. Richard nickt ihm zu. Und nun beginnt der Anwalt zu rezitieren. Es gilt bei den Germanen als Sünde, einem Menschen sein Haus zu verschließen, wer es auch sei. Jeder empfängt ihn mit einem seinen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechend reich zubereiteten Mahle. Sind die Vorräte aufgezehrt, dann weiß der, der eben noch Gastgeber gewesen war, den Weg zu einem anderen gastlichen Hause und geht selbst mit. Uneingeladen betreten sie den nächsten Hof. Und der Empfang ist nicht weniger herzlich. Im Gastrecht macht keiner einen Unterschied zwischen Bekannten und Unbekannten. Zwischen Gastgeber und Gast gibt es keinen Unterschied von Mein und Sein. Der Anwalt klappt das Buch wieder zu und fragt Richard, und jetzt? Und jetzt, fragt Richard mit einem Anflug von Hoffnung zurück. Jetzt, 2000 Jahre später, gibt es dafür den Paragraphen 23 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz. Der Anwalt legt, als hätte er eine kleine Theatervorstellung gegeben, die Hand auf sein Herz und verbeugt sich. Dann macht er die Flügeltür auf und sagt, Sie erlauben, um anzudeuten, dass die Sprechstunde vorbei sei. Richard weiß ja selbst, wie viele Rumänen, Vietnamesen und Afrikaner noch draußen warten. Als er mit Itemba an der Garderobe vorbeigeht, auf deren Hutablage wahrhaftig ein Zylinder liegt, hegt er kaum noch einen Zweifel daran, dass dieser ihn irgendwie an einen Uhu erinnernde Anwalt aus dem vorvorigen Jahrhundert herübergeflattert sein muss ins 21. Dieses neue und trotzdem schon so alte Jahrhundert mit seinen nicht enden wollenden Strömen von Menschen, die, nachdem sie die Überfahrt über ein wirkliches Meer überlebt haben, nun in Flüssen und Meeren aus Akten ertrinken. Danke. Liebe Jenny Erpenbeck, Sie haben in einem Interview gesagt, ich habe eigentlich immer beim Mikrokosmos angefangen und bin am Makrokosmos, beim Makrokosmos angekommen. Könnten Sie das ein bisschen erläutern? Naja, ich bin oft gefragt worden bei der Heimsuchung und bei aller Tage Abend, ob ich den Roman des 20. Jahrhunderts hätte schreiben wollen. Und ich finde die Frage immer vollkommen unsinnig, weil natürlich kein Schriftsteller setzt sich hin und sagt, ich möchte jetzt mal den Roman des 20. Jahrhunderts schreiben. Und ich bin wirklich
ja, wahrscheinlich mit einer gewissen Naivität sogar an Dinge rangegangen, die ich in meiner nächsten Umgebung, die ich gesehen habe, die mich betroffen haben, die mich beschäftigt haben, die ich nicht verstehen konnte. Und ich glaube nicht mal, dass meine Familie besonders, also mehr als andere Familien, verwickelt worden ist in die Dinge, die im 20. Jahrhundert in Europa so los waren. Ich glaube, dass die Kriege, die Vertreibungen, alle diese politischen Dinge haben natürlich fast alle Leute in Deutschland so oder so auf die eine oder andere Art betroffen. Aber es war mir irgendwie auch sehr nah an der Familiengeschichte. Also wir haben einfach sehr viel Fluchten aus verschiedenen Gründen, Immigration, ja, Wanderschaft und Unruhe in der Familie gehabt. Und ich habe eigentlich immer bei diesen konkreten Sachen angefangen, die ich kannte, und habe dann festgestellt, dass man vielleicht gerade, wenn man Ruhe sucht oder Frieden sucht, immer wieder woanders hin muss, als man eigentlich vorhatte zu gehen. Suchen Sie Ihre Themen mehr von sich aus oder haben Sie das Gefühl, dass die Themen Sie suchen und Sie sozusagen ergreifen? Naja, ich hatte immer die Idee, ich möchte irgendwie kein Buch schreiben, was nicht geschrieben werden muss, was also auch durchaus für mich geschrieben werden muss, was ich habe eigentlich nie über Dinge geschrieben, die nicht sowieso schon in meinem Denken so zentral waren, dass ich gar nicht drumherum denken konnte. Und bei der Heimsuchung war ich quasi erleichtert, dass ich auf die Idee gekommen bin, mein Buch darüber zu schreiben, weil wir haben tatsächlich ein Haus verloren und das war mir sehr, ja, also einfach auch schrecklich, nicht nur der Verlust, sondern dass das Haus so verfallen ist und so quasi als Untoter jahrelang rumgestanden hat. Und diesen Zustand des Ungelöstseins habe ich wirklich schwer ausgehalten und ich habe in der Zeit viel geträumt von diesem Haus und bin es nicht losgeworden. Als ich dann auf die Idee kam, das Buch zu schreiben, war große Erleichterung da, weil ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt auch am Tage bei Bewusstsein das, was ich sowieso mache, nämlich das Nachdenken, zu meiner Arbeit erklären und ein Buch machen aus dem, was mich sowieso beschäftigt. Und ähnlich war es eigentlich bei den anderen Büchern auch. Ich muss noch mal kurz auf diese blöde sozusagen Rezension da zurückkommen, weil sie natürlich ein zentrales Thema von Moral und Literatur sozusagen berührt hat. Da stand ja zu lesen, da war von der kurzen Leine des guten Willens war die Rede. Natürlich nicht zum Lob des Romans. Kurze Leine des guten Willens, fällt einem dazu ein, der berühmte Satz von Gottfried Benn, also das Gegenteil von Kunst ist nicht Natur, sondern gut gemeint. Also dieses. Und also es steckt ja hinter so einer Kritik die Aversion, die aus anderen Gründen ganz ungerecht ist, finde ich, steckt aber die alte Aversion gegen eine Literatur, die sich in den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Probleme einmischt. Moral hat also, lautet sozusagen da das ästhetische Dogma, in der Kunst nichts zu suchen. Ich habe ja schon in der Einleitung darüber geredet, aber was sagen Sie also einfach zu diesem Dogma, Moral hat in der Kunst nichts zu suchen? Ja, ehrlich gesagt, ich glaube, man kommt aus der Moral eigentlich nicht raus. Es ist nur manchmal anders verborgen. Also es ist, wenn man schreibt, bearbeitet man ja ein Material. Man trifft eine Auswahl dessen, was man erzählt und was man nicht erzählt. Und da kommt man ohne eine Wertentscheidung, und Moral ist ja nichts anderes als eine Wertentscheidung. Moral ist ja auch nicht immer nur die Moral des Guten, sondern eine Moral kann ja alles Mögliche sein. Ja. Aber man kommt aus der Werteentscheidung nicht raus, aus dem, dass man natürlich seinen eigenen Blick nimmt, um Dinge, die man beobachtet, zu ordnen und probeweise in so eine Art von System vielleicht zu bringen. Und das ist natürlich auch jedem klar, dass es immer nur ein Versuch ist. Was ich
Ja, was ich bedauerlich finde, ist, dass die Kritiker, die die schlechten Kritiken schreiben, immer viel öfter zitiert werden. Was ich auch bedauere, praktisch bei dem Kritiker, ist, dass ich immer denke, naja, so viel guter Wille ist gar nicht in dem Buch. Es ist ja auch ein Buch über Richard, es ist auch ein Nachdenken über uns. Es ist jetzt nicht nur so irgendwie, ich will den armen Afrikanern helfen. Der Ansatzpunkt ist tatsächlich, von den afrikanischen Flüchtlingen zu erfahren, wie die damit umgehen, dass sie in dieser vielen leeren Zeit, in der sie nicht arbeiten dürfen, wie sie damit umgehen, dass sie mit sich selbst konfrontiert sind und solche Dinge. Also es geht wirklich um einen Dialog. Und es hat gar nichts, in erster Linie gar nichts damit zu tun, ob denen jetzt geholfen wird, sondern es geht wirklich darum, dass man sich als Menschen auf einer Ebene begegnet. Und ich finde, das ist höchst angebracht und für mich eigentlich das Normale. Also dafür brauche ich jetzt keine besondere Moral. Ein anderes ästhetisches Dogma betrifft die Beziehung von äußerer Wirklichkeit und künstlerischer Gestaltung. Also das ist auch nur so eine ästhetische Regel, die man sehr bestreiten kann, die sozusagen eine Einbahnstraße. Natürlich greift ein Kunstwerk, lässt sich anregen oder beschreibt etwas, das in der äußeren Realität gegeben ist, aber das Kunstwerk ist sozusagen die Endstation. Und die Autonomie des Kunstwerks lässt nur ästhetische Reaktionen dann zu und keine Rückwirkungen mehr auf die Wirklichkeit, die das Kunstwerk gestaltet. Nun ist mir bei Ihrem Roman aufgefallen, ich weiß nicht, ob es bei den späteren Auflagen auch noch war, also ich habe die erste Auflage natürlich sofort gelesen, dass da am Schluss ja noch ein Konto angegeben war. Man war sozusagen als Leser nicht gerade aufgefordert, aber dazu ermuntert, etwas zu spenden. Verwendungszweck, Flüchtlingsunterbringung, Klammer Roman. Das wäre also eine Rückwirkung wieder von Seiten des Kunstwerks auf die Wirklichkeit, die in dieses Kunstwerk eingegangen ist. Und auch die Namen, die Sie am Schluss nennen von den Flüchtlingen, Sie haben ja die Namen, glaube ich, im Roman geändert, aber die dann, mit denen Sie wirklich diese Gespräche geführt haben, da würde mich eben interessieren, ob solche Rückwirkungen stattgefunden haben. Also haben die Flüchtlinge nach dem Roman, also in irgendeiner Weise, Sie konnten ja das nicht gut lesen, so gut war der deutsche Unterricht ja wahrscheinlich nicht, haben die nochmal reagiert auf das Buch? Gab es da Reaktionen? Naja, jetzt muss ich die ganzen Fragen auf einmal beantworten. Also erstmal das Spendenkonto war gar nicht meine Idee, sondern die Idee meines Verlegers, das hinten reinzuschreiben. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, es gibt Momente, wo ich finde, da ist mir das sowas von vollkommen egal. Zum Beispiel, ob das da so eine quasi unüberwindbare Schranke zwischen der Ästhetik und dem Leben gibt. Und ich finde auch, es gibt Momente, da geht das Leben sozusagen vor. Und ich habe das als so quälend erlebt, diese Situation dieser Männer, und die ist ja nach wie vor die gleiche, und das Spendenkonto ist auch immer noch in jeder Auflage drin, weil die tatsächlich immer noch in diesen Matratzenquartieren von der Kirche vor sich hin warten, und deswegen muss ich sagen, ist mir das auch herzlich egal, ob man das jetzt machen darf oder nicht machen darf. Also ich meine, wir haben alle ein kurzes Leben, und ich fand es eine sehr gute Idee. Also sie dürfen immer noch gerne spenden, es nützt immer noch, es kommt immer noch bei den Figuren aus meinem Buch an. Einer lebt jetzt inzwischen bei uns in der Wohnung, aber die anderen, also das war auch nicht geplant, aber die anderen wohnen tatsächlich alle noch da in diesen Matratzenquartieren. Ja, und die Männer, ich habe natürlich nach wie vor Kontakt zu denen, und ich habe denen auch praktisch jedem Einzelnen erklärt, was von den Berichten, die er mir gegeben hat, in dem Buch dann drin ist, und gesagt, hier ist die Geschichte mit deinem Vater oder hier ist die und die Sache und so. Das heißt, die wissen ungefähr, was drinsteht. Natürlich, Deutsch können sie nicht lesen,
Aber im Herbst kommt die italienische Ausgabe raus. Mhm. Und ich hoffe, dass manche von denen, die recht gut Italienisch können, dann vielleicht auf Italienisch die Sache lesen. Und es war ganz schön zu sehen. Also die wussten am Anfang nicht wirklich so, wie lange das dauert, ein Buch zu schreiben, was überhaupt so ein dickes Buch ist. Manche sind Analphabeten, viele, auch die schreiben konnten, haben trotzdem jetzt nicht unbedingt gerade viele Bücher in ihrem Leben gelesen. Und inzwischen ist für die eine Lesung was vollkommen Normales. Ich habe auch manchmal schon ein, zwei Musiker mitgebracht und dann noch ein bisschen Musik machen lassen und so, damit die sich noch ein bisschen Geld verdienen können und so. Naja, ich finde, ach, man muss das alles nicht so ernst nehmen. Ich finde, diese hehre Kunst, so dieses ja. Hehre, erhabene, was so nur in so einer bestimmten Sphäre. Ja, so, nee, also ich finde, es ist schön, wenn das wenn es Gespräche zwischen Menschen gibt, kurz gesagt. Ja. Heißt das, dass wir aufhören sollen, oder darf ich noch eine Frage stellen? Also, wir sind aber bald fertig, glaube ich. Stimmen Sie der Beurteilung des Schlusses Ihres Romans zu, also so habe ich es vorhin genannt, dass das so einen utopischen Charakter hat, also dass es ein bisschen ein Märchenschluss ist, wenn der da 147 Leute bei sich und seinen Bekannten unterbringt, die können ja auch nicht ewig da bleiben und so. Das hat so einen Moment von, bei Böll gibt es auch so ähnliche Schlüsse. Also so hat was von Utopie. Naja, das ist natürlich in gewisser Weise auch tatsächlich eine absurde Idee und sollte eigentlich ein surrealer Schluss sein, weil zum realen Schluss hat mir die Wirklichkeit gefehlt. Also in der Wirklichkeit gibt es immer noch keinen Schluss. Und ich musste aber irgendwann Schluss machen, weil das Buch ja fertig werden sollte. Und mir ist es wirklich sehr schwer gefallen. Es ist nämlich wirklich tatsächlich schwer, in der Kunst sozusagen ein Ende zu finden, wo man tatsächlich nicht weiß, wo das Ende herkommen soll. Natürlich ist es nur so ein, Pappmaché-Happy End, weil natürlich die Situation ein Provisorium ist. Sie ist keine Lösung. Die Einquartierung bei Privatleuten ist wirklich sehr, sehr schön und wunderbar. Aber natürlich kann man das auf Dauer nicht machen. Und das wollen ja auch die Flüchtlinge nicht. Also das ist sozusagen auf beiden Seiten schwierig und ist keine Perspektive. Und ich habe auch, als ich das Buch geschrieben habe, natürlich gar nicht ahnen können, dass es dann tatsächlich so viel private Einquartierungen gibt. Ich habe aber eigentlich auch gedacht, dass vielleicht doch hier und da mal ein Gesetz irgendwie geändert wird, was den Leuten ein selbstständiges Leben ermöglicht. Aber das ist bis jetzt noch nicht passiert. Und es wird jetzt sogar ein Gesetz geben, was es, glaube ich, noch schwerer macht. Mhm. Es wird jetzt am Morgen. Was? Morgen wird ein Integrationsgesetz verabschiedet, was eine einzige Katastrophe ist. Mhm. Ja, das hat man schon geahnt, ja. Mhm. Vielleicht noch ein Wort zur Winterreise. Sie haben diese Winterreise haben Sie sich ja gewünscht, glaube ich. Und die hat natürlich einiges zu tun mit dem Thema des Buches. Sagen Sie einfach noch ein bisschen was über Ihr Verhältnis zur Musik und speziell vielleicht zu dieser Musik. Ja, ich habe lange Gesangsunterricht genommen. Und ich habe dann Opernregie studiert und bin auch wirklich Opernregisseurin geworden. Zunächst jedenfalls. Was haben Sie denn da für Opern inszeniert? Naja, also ich habe am Anfang muss man ja eigentlich quasi nehmen, was man kriegt sozusagen. Da kommt ein Intendant und sagt, Sie dürfen jetzt irgendwie was machen. Ja. Dann sagt man immer ja. Aber ich habe also auch bei Opern, wo man gar nicht so auf den ersten Blick denkt, dass es jetzt toll ist. Also mir hat es eigentlich immer Spaß gemacht. Es war immer wirklich sehr schöne Arbeit. Also ich habe angefangen mit Hänsel und Gretel in Graz. Schön. Dann habe ich ein Jahr Kiss Me Kate gemacht. Dann habe ich, auch Cabaret, dieses Musical, inszeniert in Linz. Und dann habe ich, habe ich auch ein paar wirklich sehr schöne Sachen gemacht. Ich habe Orfeo von Monteverdi gemacht. Ich habe Erwartung
also Erwartung von Schönberg, Herzog Blaubartsburg und die verklärte Nacht war ein Ballett. Also das war ein Abend, ich habe die beiden Opern gemacht. Aziz und Galatea, Schauspieldirektor von Mozart, alles mögliche so quer durcheinander. Aber es war eigentlich auch schön, dass es so verschiedene Stücke waren. Und ich habe viel Musik gemacht, auch selber natürlich. Ich habe Klavierunterricht gehabt. Ich habe im Studium hatten wir so einen ziemlich guten Unterricht, wo wir immer wechselweise singen, Klavier spielen, Bühnenbild, Kostümbild, Regie und Dramaturgie machen mussten. Und da habe ich auch viel selber Szenen gesungen und was weiß ich. Und da bin ich mit der Winterreise, das haben wir immer so, in unserer Freizeit haben wir dann immer so diese Winterreise gesungen oder gehört oder so. Also ich mochte das sehr und mag das immer noch sehr. Und das ist bei uns so, mein Mann ist Dirigent und das ist bei uns so ein, fremd bin ich eingezogen, ist bei uns quasi so die Sache, die wir jeden Tag fünfmal sagen, immer wenn jemand von uns weg muss oder der ist in Österreich und pendelt und so. Also das ist bei uns sozusagen das, was wir immer, worauf wir uns immer beziehen. Und ich finde einfach, das sind unglaublich, wirklich wunderschöne Musikstücke, die wo man wirklich einfach lernen kann, was es heißt, Gast auf der Erde zu sein. Und eigentlich sind alle meine Bücher auch darüber und Kritiker, um nochmal auf die blöden Kritiker zu kommen, Kritiker, die nicht sehen, dass dieses Buch in einer Reihe steht, auch mit den anderen, weil es genau über dieses gleiche Thema geht, denen kann man auch nicht helfen. Da fällt mir ein, dass Sie in damals in Koblenz über die, was macht die Zeit mit dem Schreiben und was macht das Schreiben mit der Zeit und was macht die Zeit mit dem Schreiben, also Zeit im Sinne des Zeitvergehens, haben Sie ja gesprochen. Ja. Und das ist natürlich ein Thema, was durch Ihr ganzes Werk geht. Ja, ich glaube, also fremd sind wir nicht ganz fremd, sind wir eingezogen, aber fremder. Ein bisschen weniger fremd. Und ich glaube, gar nicht fremd ziehen wir wieder aus. Okay? Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.